Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und heute schauen wir uns erneut einen weiteren Digitationsweg lore-technisch genauer an und durchleuchten alle Geheimnisse, die über diesen bekannt sind. Kurzer Hinweis, laut offizieller Lore gibt es keine festen Digitationswege, sondern verschiedene Abzweigungen, zu denen die verschiedenen Digimon werden können. Die festen Digitationswege wie von Agumon zu Wargreymon wurden spezifisch für den Anime erfunden und entspringen nicht dem Original. Heute befassen wir uns mit einem Neuzugang, welcher im neuen Light Novel Projekt Digimon Zekas seinen ersten Auftritt hatte und thematisch seinen Ursprung in der nordischen Mythologie hat. Und zwar schauen wir uns heute einen Digitationsweg vom Rookie-Digimon Lugamon genauer an, welcher auf der Legende des Varg Fenrir oder dem sogenannten Fenriswolf basiert. Um uns diesen Digitationsweg anzuschauen, beginnen wir natürlich beim Baby-Level, welches in diesem Fall Fusamon wäre. Fusamon ist ein kleines Baby-Level-Digimon, welches in ein weiches Fell gehüllt ist und optisch an den Kopf eines Welpen erinnert. Fusamon ist ein Digimon, welches von purer Neugier geprägt ist und abenteuerlustig alles um sich herum erkunden möchte. Die meiste Zeit schläft es jedoch, da es schnell ermüdet. Lauert Gefahr in seiner Nähe, lässt es mit seiner sehr hohen Stimme ein lautes Bellen ertönen, um seine Feinde abzuschrecken und seine Freunde vor der Gefahr zu warnen, ähnlich wie bei einem Hund. Digitiert Fusamon aufs Ausbildungslevel, wird es zu Baumon, welcher einem Hunde- oder Wolfswelpen schon eher ähnelt. In dieser Form behält Baumon seine neugierige Ader dabei und gewinnt schnell Interesse an allem, was es sieht. Es hat die Angewohnheit, alles anzuschnüffeln und Geruchsspuren zu folgen. Auch wenn es ein eher aktives, abenteuerlustiges Digimon ist, passiert es nicht so selten, dass es aufgrund seiner kurzen Beine stolpert und hinfällt. Es ist nicht in der Lage, Orte zu erreichen, die für seine kurzen Beine zu hoch sind. Außerdem rollt es auch oft einfach durch die Gegend. Wenn Gefahr droht, stößt Baumon ein energiegeladenes Bellen aus, welches als Angriff auf seine Feinde genutzt werden kann. Digitiert Baumon dann aufs Rookie-Level, kann es unter anderem zum kleinen Wolf-Digimon Lugamon werden, unserem Held des Videos und um welchen es sich hier dreht. Lugamon ist eine Dämonenbestie vom Typus Virus, auch wenn sein Erscheinungsbild dies nicht vermuten lässt. Ähnlich wie bei Doromon verfügt Lugamon über ein veraltetes Interface auf seiner Stirn, weshalb man davon ausgehen kann, dass auch dieses Digimon zu den Prototypen gehört, an denen vor dem Entdecken der Digimon experimentiert wurde. In ihm schlummern die legendären Daten des Varg, einer wolfsähnlichen Fabelkreatur aus unserer nordischen Mythologie, welche bei diversen Experimenten tief im Digicore von Lugamon versteckt wurden. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein süßer Welpe aussieht, sollte man hier mit Vorsicht vorgehen. Dieses Digimon ist äußerst stürmischer Natur, ist wilder und stärker, als man es von Rookie-Digimon gewohnt ist. Auch wenn es grundsätzlich schwer zu zähmen ist, kann es zu einem vertrauenswürdigen Partner werden, mit welchem man ein starkes Band aufbauen kann, wenn man sich ihm würdig erweist. Ob man würdig genug ist, der Tamer von Lugamon zu werden, kann dieses übrigens spüren, wenn es einem begegnet. Seine Spezialfähigkeit ist es, magische Flammen aus seinem Mund abzufeuern. In der Web-Light-Novel Digimon Zekas ist der Protagonist Nagasumi Eiji sein Tamer. Digitiert Lugamon aufs Champion-Level kann es unter anderem zu Lugarmon werden, welches fast identisch heißt, aber ein Wortspiel mit der mythologischen Kreatur Garm in sich trägt. Lugarmon ist eine Dämonenbestie, in dessen Körper sich eine enorme Menge an magischer Kraft ansammelt. Da diese überwältigende Menge an magischer Kraft jedoch die Ausmaße seines eigenen Körpers überschreitet, lässt es diese fast durchgehend in Form von gigantischen Flammen aus seinem Mund entweichen. Hierbei verbreiten sich diese Flammen so weitläufig, dass sie oftmals auch den eigenen Körper von Lugarmon umhüllen, ihm jedoch nicht selbst schaden. Stößt dieses Digimon ein tosendes Gebrüll aus, sind diese extrem stark brennenden Flammen sogar in der Lage, einen Großteil der Umgebung in Asche zu verwandeln. Da seine Flammen magischer Natur sind, brennen sie auch enorm lange und jene, die von ihnen erwischt werden, erleiden langzeitige Brandverletzungen. Auch das Champion-Level verfügt weiterhin über das Prototyp-Interface auf seiner Stirn in Form eines roten Dreiecks. Ist sein Körper von Flammen umgeben, rammt es seine Gegner, um diese so in die eigenen Flammen zu hüllen und sie zu verletzen. Bei seinem Spezialangriff sammelt es diese Flammen im Mund an und feuert diese dann in Form eines gezielten Strahls auf seine Feinde ab. Interessanterweise hat Lugamon als Protagonisten-Digimon der Novel Digimon Zekas eine dunkle Digitation, die vergleichbar mit Agumons Digitation zu Skullgreymon aus Digimon Adventure ist. Führt Lugamon eine fehlgeleitete dunkle Digitation aus und erreicht das Ultra-Level, nimmt es die Form von Hell-Lugamon an. Diese Digitation ist natürlich eine Anspielung an die Göttin der Unterwelt aus der nordischen Mythologie namens Hel, welche über Helheim herrscht.
Wenn die magischen Flammen in Lugamons Körper Überhand gewinnen und dieses die Kontrolle darüber verliert, wird ein Großteil seines Körpers selbst zu dieser magischen Kraft, wodurch es die Form von Hell Lugamon annimmt. Hier erfahren wir auch mehr über den Ursprung dieser magischen Kraft in seinem Körper. Diese entspringt nämlich dem veralteten Prototyp-Interface auf seiner Stirn und ist der mythologischen Kreatur Vaag zuzuschreiben, welche ja im Inneren von Lugamon versiegelt wurde. In der Form von Hell Lugamon ist dieses Interface auf der Stirn nämlich gänzlich zerbrochen. Die nun endlos lodernden Flammen des Vaag haben dieses Digimon ins absolute Chaos gestürzt, wodurch es auch seinen Verstand und die Willenskraft verloren hat. Seine einzige Mission ist es jetzt, wild um sich zu schlagen und alles, was sich ihm in den Weg stellt, durch seine extrem heißen Flammen in Asche zu verwandeln. Sein Körper besteht zum großen Teil nur noch aus Knochen, Bandagen und den Flammen des Vaags selbst. Mit seinen gigantischen Klauen reißt es seine Feinde in Stücke und aus seinem Maul feuert es explosionsartige Feuergeschosse auf seine Feinde. Gelingt es Lugamon jedoch, die Kontrolle über diese magische Kraft innerhalb seines Körpers zu erlangen, kann es noch auf ein anderes Ultralevel digitieren. Diesmal würde es nämlich zu Sol Logamon werden, dem Gebieter des mythologischen Vaags. Dieser Name ist ebenfalls wieder eine Anspielung auf die nordische Mythologie, in diesem Fall auf die Sonnengöttin Sol. Auf der Innenseite seiner mystischen Rüstung befindet sich ein speziell programmierter Code, welcher wie eine Art Siegel funktioniert, um die Kräfte seiner Flammen kontrollierbar zu machen. Sol Logamon ist in der Lage, die magischen Flammen des Vaag frei zu manipulieren, um diese jegliche Form annehmen zu lassen, um die Flammen somit für die unterschiedlichsten Dinge nutzen zu können. Es kann diese also nicht nur zum Angreifen nutzen, sondern auch zur Fortbewegung, um sich schnell in eine bestimmte Richtung zu katapultieren oder um zu schweben. Es ist in der Lage, aus seinen Fingerspitzen einen gezielten, präzisen Strahl aus Flammen mit einer enormen Reichweite abzufeuern, welcher sich schon so durchdringend einbrennt wie ein Laser selbst. Die Flamme, die in seiner Waffe namens Vanagandia brennt, kann zu einer ultra hoch erhitzten Klinge geformt werden, um mit dieser wie einem Laserschwert zuzuschlagen. Wenn die Flammen von Vanagandia zu einer Klinge umgewandelt werden, brennen sie so stark, dass die Reibung, die es gegen die Luft ausübt, sich wie das Heulen eines Wolfes anhört. Digitiert Sol Lugamon aufs Mega-Level, kann es seine letzte Form annehmen, in welcher er die Kräfte des Vaags noch übertrifft. Hierbei nimmt es die Form von Fenrir Lugamon an, welche natürlich eine Anspielung auf Fenrir, dem Riesenwolf aus der nordischen Mythologie, ist. Diese Form wurde durch die Träume und Wünsche des Digicores erschaffen, in welchem die Kräfte der mythologischen Kreatur namens Vaag ruhten, um so die ultimative Dämonenbestie zu erschaffen, welcher in eine schimmernde silberne Rüstung gehüllt ist. Sein nun endloser Vorrat an magischer Energie brennt pausenlos und sein Körper selbst besteht nun aus blauen Flammen, die so stark wie das Innere eines Sterns selbst brennen. Auch wenn die Temperatur dieser blauen Flammen dem eines Sterns ähneln, hält Fenrir Lugamon diese komplett problemlos von alleine unter Kontrolle. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass seine Flammen nur leicht und behutsam flackern, was eine schöne, beruhigende Wirkung hat. Doch der Schein trügt, denn wenn es sich dazu entscheidet, seine Feinde anzugreifen, kann es die Flammen seines Körpers explosionsartig von sich ausbreiten lassen, um so alles in seiner Umgebung widerstandslos zu verbrennen. Da seine Flammen so stark wie ein Stern brennen, lässt es nicht mal Asche dabei zurück. Dieser Angriff nennt sich Ragnarök Howling und ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Weltuntergang innerhalb der nordischen Mythologie. Aus den Düsen an seinen Beinen können ebenfalls Laser auf seine Feinde abgefeuert werden, die auf den blauen Flammen basieren. Diese verhelfen ihm jedoch auch, sich extrem schnell fortzubewegen. Eine weitere interessante Fähigkeit von Fenrir Lugamon ist es, einen Doppelgänger von sich zu erschaffen, welcher aus seinen eigenen magischen Flammen besteht und ebenfalls über dieselbe Zerstörungskraft wie er selbst verfügt. Endlich wurde meine liebste mythologische Kreatur Fenrir in Digimon verewigt. Leider ist nicht allzu viel über diese Reihe bekannt, da sie noch recht neu ist und bisher nur in der Novel Digimon Seekers vorkam. Es ist also durchaus möglich, dass noch weitere Infos oder weitere Formen angekündigt werden. Für alle, die sich jetzt fragen, was genau ist eigentlich Digimon Seekers? Hier eine Kurzerklärung. Digimon Seekers ist eine textbasierende Digimon-Geschichte, welche durch Artworks, also Bildern, begleitet wird und bisher lediglich auf Japanisch im Internet verfügbar ist. In dieser Geschichte liegt der Fokus auf den drei Digimon, die über das veraltete Prototyp-Interface verfügen, namentlich Dorumon, Lugamon und Ryudamon. Richtig, wenn ihr bis hierher geschaut habt, könnt ihr euch schon denken, wie meine Videoreihe wohl als nächstes weitergehen wird. Aber doch mal ganz wichtig, von welchem Digimon würdet ihr gerne einen Digitationsweg vorgestellt bekommen
Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin schon mal gespannt. Und ein großes Dankeschön geht an die Sponsoren dieses Videos, die durch ihre YouTube-Mitgliedschaft überhaupt das Ganze hier erstmal ermöglichen. Ein ganz dickes Dankeschön geht vor allem auch raus an die Goldmitglieder, die über ihre Grenzen hinausgehen, um mich finanziell zu unterstützen. Dankeschön an Benloa97, Rexillian, Jarek, Imperial Sky, Stefan Kraus, ZeroATH, Christoph, Florian Lissek, Raito Rick, Steve Röhl und 13C16. So, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin, ciao, ciao.